Einen schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen, liebe Trader, zu unserem Zusatzwebinar, also dem letzten Webinar unserer Ausbildung zum technischen Analysten. Wir haben 12 Webinare hinter uns. Ihr hattet noch den großen Wunsch, dass wir nochmal ein weiteres machen, um uns da auch nochmal ein paar Sachen in der Praxis auch anzuschauen. Ich habe hier wieder was Spannendes hoffentlich für euch mitgebracht und so sind wir nun jetzt da. Heute wieder Montag um 19 Uhr. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich hoffe, dass auch vom Bild alles passt. Und wenn das so ist, dann können wir loslegen. Jawohl, alles okay, sehe ich. Dann legen wir doch direkt los. Die Folie kennt ihr, die überspringe ich einfach. Wer bin ich denn? Mike Thielen bin ich. Vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt noch neu dabei ist. Und der kurze Hinweis, dass alles das, was wir uns jetzt hier gleich anzeigen, nur der Information und Demonstration dient. Das ist keine Empfehlung, keine Beratung und auch kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten. Und der kurze Urheberrechtshinweis noch, das sind meine Folien, die habe ich erstellt, also bitte nicht weitergeben ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. So. Und dann sind wir schon dabei. Wir werden jetzt nochmal die Brücke schlagen zu den vergangenen 12 Webinaren, wenn man so möchte. Vieles quasi dann da mit kombinieren mit dem, was wir erlebt und gehört haben in den letzten Wochen. Und das werden wir auch anhand von Charts machen, die ich euch gleich mitgebracht habe. Hier ein Thema, was ihr euch unbedingt mitnehmen solltet, markante Kursmarken. Markante Kursmarken, gerade bei der Signalgebung, ist aus meiner Sicht da besonders drauf zu achten, wenn wir irgendwelche Signale bekommen, an wie auch immer gearteten markanten Kursmarken. Die können besonders reizvoll sein. Ich habe euch auch gleich mal ein paar Beispiele mitgebracht, was ich damit denn so meine. Fangen wir direkt mal an. Mit dem ersten, nämlich die Warta. Die Warta, ihr habt sie ja auch beobachtet im Verlaufe der Webinarreihe, die stärkste Aktie in Deutschland eigentlich im Jahr 2019, über 350% Performance gemacht. Und wer eben dabei war, der erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt eben auch eine Geschichte, die Warta gemacht hat, die sicherlich auch nicht so leicht war, gerade auch für Anfänger, denn nach dieser unfassbaren Kursrallye auf über 120 Euro ist sie jetzt erstmal runtergefallen in Richtung 70 so ungefähr. Und das ist eben auch das Thema. Wenn wir uns dem Timing widmen, das, was die technische Analyse uns auch unter anderem bringen kann, nämlich vernünftiges Markttiming, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, dann haben wir ein Anschauungsbeispiel bei der Warta. Wenn wir uns hier das mal im Chart anschauen, hier im Tageschart, dann sehen wir eben, wie die Warta auch runtergeplumpst ist von über 120, so ungefähr 127, 128 war da das Hoch, ist runtergefallen auf etwas über 70 und das erste Mal hier an der Stelle, wo ich jetzt den Kreis drum gemalt habe. Von da aus ist sie abgeprallt. Nach oben erst einmal, hat also so einen kleinen Rebound geschafft. Wenn man sich das jetzt hier so anschaut, dann haben wir hier auf der einen Seite hier so eine Unterstützungsmarke um diesen Bereich herum schon etabliert gehabt. Da haben wir also eine horizontale Unterstützung und dann haben wir gleichzeitig da auch noch, das sehen wir hier ganz links, das 50% Retracement, das heißt von dieser Aufwärtsbewegung, nämlich Mitte oder Anfang des Jahres 2018, das Allzeittief sozusagen in Warta bei 17,50 Euro ungefähr. Von da an ging's los. Und von da an hat sie also diese fulminante Rallye gemacht. Und wenn man dann von diesem Tief bis zu dem Hoch ein Fibonacci-Retracement anlegt, haben wir hier 50% Retracement bei ungefähr 72, 73 Euro. Also im Bereich dieses ersten Tiefs, was wir im Januar gesehen haben. Dann gab es den ersten Rebound nach dieser 50% Korrektur und es ging wieder runter und wir haben wieder im Bereich dieser Kursmarke jetzt den Kurs wieder erlebt.
Hier schon, ich mache da mal einen Pfeil hin, haben wir es gesehen, an diesem Tag, wo wir ganz leicht einen Doji erkennen, da ging es dann ein, zwei Tage hinauf, aber dann auch wieder zurück. Und das, was wir jetzt in der letzten Woche erlebt haben, das ist interessant, denn wir sehen, dass an dieser Marke ungefähr diese 72, 73 Euro Kaufdruck geherrscht hat. Immer wieder. Von da aus ging es immer wieder nach oben in der letzten Zeit. Kurz oder aber auch längerfristig, so wie eben Mitte des Jahres 2019. Oder eben auch nur ein paar Tage, so wie wir es im Januar jetzt zweimal erlebt haben. Also da hat die Aktie immer wieder Halt gefunden bei 72, 73. Das heißt, eine markante Kursmarke. Wenn es da zu einer Signalgebung kommt, kann es entsprechend interessant sein. Und das habe ich euch jetzt mitgebracht, nämlich auch hier so gesehen, so gehandelt quasi, haben wir die Warta und das nochmal reingezoomt im Tageschart. Ich mache mal kurz die Zeichnung wieder weg, das verwirrt dann nur jetzt mit einer neuen Folie. Jetzt haben wir hier die Warta gesehen. Also der erste Stabilisierungsversuch, den wir nach dieser ersten Aufwärtsbewegung gesehen haben, das hier am 27., was so einen kleinen Doji dargestellt hat, der ist erstmal gescheitert. Das haben wir dann gesehen. Und dann gab es hier am 3.2. die rote Kerze quasi links neben dem grauen Pfeil, die nicht nur dieses Tief hier angelaufen hat, sondern auch das Tief am 13., 14.1. Angelaufen und dann eben diese beiden Tage, wo der Pfeil platziert ist, leicht unterboten. Das waren nur ein paar Cents, aber leicht unterboten. Gleichzeitig Bollinger Bänder beachten. Jetzt nehmen wir wieder die Kombination heraus aus der technischen Analyse. Wir haben jetzt erstmal den Chart betrachtet. Langfristiger Aufwärtstrend wurde korrigiert um 50%, um das mal ganz simpel zu halten. Und jetzt Bollinger Bänder mit dazu. Wir haben hier nach dem ersten Plumpsen nach unten, das ja auch sehr deutlich war an dieser Stelle und in den Folgetagen die Bollinger Bänder nach unten hin verlassen. Laut John Bollinger also hier nicht nur ein absolutes Tief, was wir dann erlebt haben, sondern eben auch ein relatives Tief. Und genau das, das Rausplumpsen aus den Bollinger Bändern, ist dann hier nicht mehr passiert. Am 3. und 4. Februar. Wir haben zwar ganz leicht ein tieferes Tief gemacht, absolut gesehen, aber relativ nicht, denn wir waren innerhalb der Bollinger Bänder. Und an diesem Tag, am 4.2., wo wir den Pfeil hier platziert haben und diesen starken Tag hatten, haben wir eine leicht tiefere Eröffnung als am Vortag gehabt, als der Schlusskurs des Vortages. Und das schauen wir uns jetzt wieder an im 15-Minuten-Chart. Was ist da passiert an dem Tag? Xetra-Eröffnung, 9 Uhr. Quasi, da haben wir jetzt wieder den grauen Pfeil und wir sehen, dass sich in den ersten 15 Minuten ein Bullish Engulfing entwickelt hat. Also die Kerze am Vorabend, dagegen 17.30 so ungefähr, die wurde komplett umschlossen und da hatten wir ein super Signal. Exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis, weil markante Kursmarke um die 72,70 herum. Wir haben ein leicht tieferes Tief gemacht als das, was wir am 13. und 14. Januar hatten. Wir haben hier ein Bullish Engulfing an diesem Tief und sogar gleichzeitig hat dieses Bullish Engulfing im 15-Minuten-Chart den Weg geebnet zu so einer kleinen W-Formation. Also vieles, was eben für einen in dem Falle kurzfristigen Trade spricht. Kann man da also machen? Am Bullish Engulfing rein, am Hoch zum Beispiel und dann eben hier auf die nächsten Kerzen setzen, dass sie eben weitere Dynamik entwickeln.
Gleichzeitig haben wir hier auch eine gute Kurszielbestimmung damit möglich gemacht. Wenn wir nämlich hier diese W-Formation ausgebildet haben, haben wir hier nämlich genau diese Höhe der Formation als Kursziel und die ist dann im Bereich von 78, war dann das Mindestkursziel. Bis dahin ist der Markt auch gelaufen, sogar darüber hinaus. Er ist in Richtung 80 gelaufen und über 80. Also hier kurzfristiger Trade, warte, richtiges Timing, indem man auf markante Kursmarken achtet. Und dann hat man eben so ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis. Man kann sich also entweder am Tief dieses Bullish Engulfings absichern, also im Bereich von 72,70. Oder aber, wenn man hier so eine Kursstärke hat, am eben letzten Kurs oder beziehungsweise an dem Tief der letzten Kerze des Vortages. Da hätte man sogar sein Chance-Risiko-Verhältnis noch verbessern können und dann ist man so im Chance-Risiko-Verhältnis-Bereich von 3,54:1, was man dann hat. Und das ist natürlich exzellent. Dann braucht man nur quasi jeden vierten Trade ins Ziel zu bringen, um hier zumindest mal keine Verluste zu machen. Also die Warta, und da ist man dann wirklich nur kurz dabei, als Anschauungsbeispiel, wie man ein richtiges Timing macht. Die Frage ist natürlich, für jeden Einzelnen hat er die Zeit dazu, Intraday zu traden oder aber nicht. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Nächstes Beispiel für richtiges Timing ist die Infineon. Die Infineon, die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt, da gab es ja im Sommer eine schöne Formation auch im Tageschart am Tief quasi und wer der gefolgt ist, der konnte sich eben auch auf eine Kursrallye einlassen und sich darüber freuen und diese Kursrallye, die bei der Infineon eben angehalten hat, die hat uns jetzt eine Korrektur gebracht, eine kleine Korrektur erst einmal im halbjährigen Aufwärtstrend, also seitdem wir Mitte 2019 hier dieses Tief bei unter 14 ausgebildet haben, ist sie also nach oben gelaufen. Und wenn man sich so die letzten Tage betrachtet hat, hat man hier an der Stelle immer wieder Auffangpunkte gesehen, da wo diese rote horizontale Linie sich bewegt. Auch in der Woche Ende Januar, da wo die rote Kerze da war. Gleichzeitig sind wir immer wieder jetzt hier an der 20-Tages-Linie im Tief gewesen, also die Mitte der Bollinger-Bänder. Und wir haben, das sieht man jetzt hier nicht, aber im nächsten Chart habe ich es hoffentlich mitgebracht, das 38% Retracement an dem Tief auch gehabt. Das habe ich jetzt leider nicht dabei, gucken wir uns gleich nochmal live an in der Software. Aber auch dort war das 38% Retracement. Also auch wieder markante Kursmarke, sehen wir hier im Tageschart jetzt noch ein bisschen deutlicher. Hier zum Beispiel diese Kerze, da ging es dann wieder aufwärts. Und im Vorfeld hatten wir hier das sogar auch als Widerstand und dann immer mal wieder auch als Unterstützung. Markante Kursmarke, 38% Retracement und dann natürlich hier sowas Markantes wie eingekreist dieser Doji, den wir hier gesehen haben. Gleichzeitig auch sowas so ein bisschen wie so ein Morningstar, der sich da entwickelt hat. Und was haben wir dann jetzt gesehen in der Folge? Die Aktie war hier nochmal bei 22 und dann auch in der letzten Woche am 3.2. und davor den Tag am 31.01. dürfte das hier gewesen sein, sind wir aus den Bollinger-Bändern geflogen, diesmal. Rausgeflogen, dann eine komplette Kerze außerhalb der Bänder und am Folgetag ein höheres Hoch. Klassischer Lonely Warrior. Der hat sich hier ausgebildet, wer also dem gefolgt ist, auch hier wieder exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis. An der Stelle wäre man dann irgendwo reingegangen, unterhalb von 20. Und, wie es der Zufall so wollte, am Tag danach, am 5.2. hat
die Infineon auch noch sehr gute Zahlen präsentiert und man konnte davon eben auch profitieren, dass die Aktie hier um 10% gestiegen ist. Und aus diesem Lonely Warrior ist dann auch noch eine Candlestick-Formation geworden, nämlich ein Morningstar. Nämlich diese drei Kerzen, die ich jetzt hier umrande. Also Infineon auch ein sehr junges Beispiel aus dem Februar, wie man sich da mit einem guten Timing die ganze Sache anschauen kann. So, was haben wir jetzt noch? Noch eine Aktie, die interessant aussieht, die Extron. Kann man sich mal beobachten, wie sieht das Ganze denn aus? Wenn man sich hier auch erstmal, wie wir es auch in Webinar 11 gesehen haben, 11 dürfte es gewesen sein, nämlich von der Analyse zur Prognose zum Trade, wo wir uns eben verschiedene Zeiteinheiten auch immer mal wieder angeschaut haben. Zum Beispiel den Wochenchart, wo wir uns die Extron, wenn wir noch weiter nach links gehen würden, in einem Abwärtstrend vorstellen müssen. Die ging also runter, hat dann hier sowas wie eine langfristige W-Formation an der Stelle aus, ist da schön nach oben geschossen. Ja, das sehen wir hier ganz gut, hat das Kursziel dann auch irgendwann relativ zügig erreicht und von diesem Hoch bei ungefähr 20 Euro, was wir Anfang 2018 hatten, ist sie erstmal in den Konsolidierungsmodus gewechselt. Und im Konsolidierungsmodus sehen wir dann zum einen, dass sich diese Aktie so zwischen dem 50% Retracement und dem 76,4% Retracement hin und her bewegt. Die pendelt und versucht so eine Bodenbildung zu machen. Schauen wir mal, ob sie es auch schafft. Also haben wir hier an den Tiefs das 76% Retracement. Hier. Wir haben die Aktie, die eben hier an diesen Hochs, die rot markiert sind, bewegen sich um das 50% Retracement. Und da ist die Aktie in den letzten Tagen und Wochen und Monaten nie wirklich drüber gestoßen. Und das wäre natürlich eine entsprechende ein entsprechend bullisches Signal, wenn sie es jetzt schaffen würde. Weiterhin sehen wir, wenn wir das Ganze technisch betrachten, seit 2018, seit nämlich Oktober 2018, hat die Aktie im Wochenchart die Bollinger Bänder nicht mehr verlassen, nach unten hin. Wir haben den MACD, wenn wir uns den betrachten, zeigt er Divergenzen auf. Wir haben nämlich entsprechend Tiefs gehabt im Oktober 2018 und dann noch auch ein tieferes Tief zum Beispiel hier im Juli 2019 und der MACD zieht hier schon seit geraumer Zeit, nämlich seit Ende 2018 nach oben mit den beiden Linien. Wir haben auch die negative Dynamik, das negative Momentum nicht mehr so, wie wir es noch im Jahr 2018 hatten. Also spricht vieles dafür, dass die Aktie sich zumindest versucht, eine Bodenbildung hier zu bilden. Schauen wir uns das jetzt mal im Tageschart an, mögliche Signalgebungen, die man dann da hat. Wir sehen jetzt hier wieder reingezoomt diese Bodenbildungsphase, dieses schön abgerundete, was sich hier ergeben hat. Sie läuft seitwärts, das sieht man das nämlich noch genauer, im Tief bei ungefähr 7,30 Euro und im Hoch zwischen 10,55 und 11 Euro. Das ist hier das rot markierte, diese entsprechende Widerstandszone. Im Wochenchart haben wir schon gesehen, der MACD läuft da mit bullischen Divergenzen dem entgegen und im Tageschart sehen wir das so langsam auch. Bullische Divergenzen im MACD, nicht nur so langsam, sondern schon seit geraumer Zeit, nämlich auch hier hinten, sogar etwas früher, im Juli schon, hat
der MACD uns was anderes gezeigt als der Chart. Der Chart ist noch auf tiefere Tiefs gelaufen im Laufe des Oktobers. Der MACD hat da schon gar nicht mehr mitgemacht im Tageschart. Und dann haben wir jetzt hier eben diese große Widerstandszone zwischen 10,55 und 11 Euro. Die Aktie ist schon mal erstmalig angesprungen an der Stelle. Hat hier eine Flagge ausgebildet, die ein paar Tage angedauert hat und ist schon mal aus der Flagge nach oben ausgebrochen. Also auch hier ein erstes Signal schon bei der Extron, bevor sie aus der Bodenbildung rausgegangen ist. Und jetzt die Frage, sie brodelt hier genau an dieser Widerstandszone. Jetzt ist natürlich die Frage do or die, wenn man so das ausdrücken möchte. Sie muss jetzt schaffen, hier drüber zu springen über diese Widerstandszone, oder aber sie sinkt nochmal ab. Was kann man so also machen? Man hat hier eine Flaggenbildung. Man kann das Signal der Flagge mitgehen. Weiß aber gleichzeitig, hier ist noch ein harter Brocken vor uns, nämlich ein Widerstand. Also Positionsmanagement. Man kann das Signal der Flagge mitgehen. Was macht man dann? Man setzt zum Beispiel nur ein Drittel der Positionsgröße ein und wartet dann eben auf die nächsten Signale. Wenn wir hier eben über die 10,55 und 11 Euro hinauslaufen würden, kann man die Position aufstocken. So kann man dann intelligent mit seinem Geld und mit seinem Trade umgehen. Hier schon mal eine erste Phase. Markttechnisch gesehen könnte man ja sagen, hier hat sich dann irgendwo ein Punkt 2 gebildet, ein kleiner Punkt 2. Und der große wäre eben hier, oder der etwas größere, wenn wir aus dieser Widerstandszone ausbrechen. Also auch die Extron mit einem solchen Signal. In dem Fall eine Flaggenbildung. Richtiges Timing konnte man hier auch sehr gut mitmachen. Man hat hier alle Möglichkeiten der technischen Analyse nutzen können. Und dann schauen wir mal, ob sie in den nächsten Tagen auch tatsächlich aus der Bodenbildungsphase ausbrechen kann. Das hier habe ich euch schon das letzte Mal, vorletzte Mal auch mitgebracht, nämlich die Trading-Routinen, weil sie eben so unbedingt wichtig sind. Wir brauchen Routinen, um langfristig uns erfolgreich zu machen. Und da gibt es eben die verschiedensten. Ich habe euch da ja ein paar Beispiele gegeben. Wir brauchen Übersicht über den Gesamtmarkt. Wir müssen ja entscheiden und bewerten können, können wir oder sollten wir in der aktuellen Marktphase, in der aktuellen Marktverfassung Long-Positionen eingehen? Sollten wir ein bisschen vorsichtiger werden oder sollten wir vielleicht auch gar nichts tun oder im Umkehrschluss vielleicht auch Short-Positionen aufbauen? Überblick über den Gesamtmarkt. Und dann kann man eins weitergehen. Man schaut sich die Kurslisten an, sprich die 30 Werte aus dem DAX, die 50 Werte oder 60 Werte aus dem MDAX, die aus dem TechDAX und die aus dem SDAX beispielsweise, um hier am deutschen Markt zu sein, hat dann einen groben Überblick über die Einzelwerte, kann dann ein paar Scan-Routinen laufen lassen, was funktioniert. Gibt es neue 52-Wochen-Hochs? Welche Aktien weisen relative Stärke auf? Welche sind trendstabil und sind dann auch entsprechend möglicherweise mit einem Volumen, was ansteigt, unterwegs? Und daraus dann die interessantesten Aktien in Watchlisten packen, um das Ganze spielen zu können, wenn ein mögliches Signal auftritt. Das Wichtige ist aber, ich habe euch beim letzten Mal schon mitgebracht, dass die Signale nicht zu jeder Zeit gleich gut funktionieren. Es ist für Signale auf jeden Fall gültig, wenn man so einen Lonely Warrior hat beispielsweise, dann funktioniert der nicht immer gut. Ein Hammer-Signal, wenn wir in einem bärischen Markt unterwegs sind, dann ist ein Hammer als Candlestick-Muster von der Trefferquote her nicht so berauschend. Aber das gilt nicht nur für Signale, sondern es gilt auch für Strategien, für Trading-Strategien, für Anlagestrategien. Nicht in jeder Marktphase funktionieren solche Strategien gleich gut. Und so muss man sich
einmal bewusst machen, was gibt's für Marktphasen. Zum anderen muss man dann diversifizieren. Diversifizieren meine ich jetzt nicht damit, dass man sich 10, 20, 30 Aktien ins Depot legen sollte, sondern bei den Strategien. Um langfristig erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, um eine einzige Strategie oder ein einziges Signal zu handeln und das immer zu machen, egal was der Markt sagt, sondern wir müssen angepasst uns verhalten. Wenn der Markt eben Hü sagt, dann mache ich X und wenn der Markt Hot sagt, dann mache ich Y. Und solche Strategien müssen wir uns erarbeiten. Das können Trading-Strategien sein, das können Portfolio-Strategien sein, die wir uns hier eben erarbeiten müssen. Dazu ist die technische Analyse auch da. Und wenn wir uns die verschiedenen Börsenphasen uns anschauen, was gibt's denn? Wir haben natürlich Aufwärtstrends. Der DAX ist in einem Aufwärtstrend. Es fehlt eben noch der letzte Schwung über das Allzeithoch, was nicht so wirklich geklappt hat bisher. Die amerikanischen Indizes sind natürlich in Aufwärtstrends, aber wir haben auch die Phasen gehabt, wo die Aktienmärkte in Abwärtstrends unterwegs sind. Kurz, lang oder mittelfristig, aber das gibt's eben auch. Es gibt immer wieder Seitwärtsphasen, wo wir über ein bestimmtes Kurshoch nicht rausgehen und über ein bestimmtes Kurstief auch nicht runtergehen. Das muss man auch immer wieder sich anschauen, wie verhält sich da der Markt, was gibt es da für Signale möglicherweise, wie funktionieren die? Wir haben Phasen mit niedriger Volatilität, wir haben Phasen mit hoher Volatilität. Wenn ihr euch zum Beispiel das Jahr 2017 anschaut, das war eine historisch niedrige Volatilität, die wir am US-Aktienmarkt vor allen Dingen auch gehabt haben. Die Quittung ist dann gekommen 2018, als wir so eine Vola-Implosion gesehen haben, wo wir dann eben Phasen mit hoher Volatilität hatten. Ende Januar 2018, Anfang Februar, wer sich da noch dran erinnern kann, da ging es dann sehr volatil abwärts. Irgendwann im Verlaufe des ersten Halbjahres haben wir uns stabilisiert und dann gab es nochmal einen Vola-Schub in der zweiten Jahreshälfte 2018, gegen Ende des Jahres auch. Wir haben Phasen mit hohem Momentum, mit niedrigem Momentum, genauso wie bei den Aktien eben auch. Und so haben wir verschiedene Marktphasen, die wir immer wieder beachten sollten und wo wir dann eben drauf schauen müssen, wo funktioniert welches Muster, welche Strategie denn gut. So, wir gehen jetzt gleich nochmal rein in den Trading Desk und schauen uns da das ein oder andere an. Dazu mache ich den jetzt mal eben auf. Und ziehe den gleich rüber. Und dann haben wir hier auch schon den Trading Desk. Ich muss nur noch den Bildschirm wieder übertragen, die Pause wegmachen und dann sehen wir ihn auch. Und dann können wir uns das ein oder andere auch noch mal anschauen, wie uns auch der Trading Desk helfen kann, um Signale und Strategien auch anzuschauen, zurechtzulegen. Fangen wir mal mit verschiedenen Strategien an. Da hat TraderFox ja auch viel geleistet in den letzten Jahren und wenn ihr hier die Premium-Funktion habt beim Trading Desk, also den kostenpflichtigen, dann seht ihr hier zum Beispiel solche Guru-Desks. Guru-Desk William O'Neill, Guru-Desk Nicolas Davas. Dann seht ihr, wenn ihr den öffnet, einmal die Davas-Aktien, also die aus Davas-Boxen aufgelaufen sind und dann dazu eben auch noch die Neo-Davas-Strategien, die TraderFox hier auch entsprechend rausgebracht hat. Und dann habt ihr hier die Neo-Davas-Strategie. Jetzt funktioniert das gerade nicht. Ich mache das nochmal neu auf. Die uns momentumslastige Aktien sozusagen präsentiert.
So, er will jetzt mein Kennwort nochmal, das gebe ich gerade nochmal ein. Obwohl ich eingeloggt bin. So, nochmal. So, da haben wir es jetzt auch. Neodava-Screening, zeige ich euch mal, was ist das denn? Hier gibt es verschiedene Kaufbedingungen und Verkaufsbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit entsprechend die Aktie ins Depot auch gelegt werden kann. Kaufbedingungen, damit so eine Aktie in Frage kommt, sie muss ein neues 52-Wochen-Hoch in den letzten 4 Wochen machen. Sie sollte mindestens 70% Performance seit dem 52-Wochen-Tief gemacht haben. Und als weitere Marktbedingung ist, der S&P 500 muss hier über dem gleitenden Durchschnitt sein. Außerdem wird das Ganze nach Trendstabilität sortiert. Das hatte ich euch ja mal mitgebracht. Was ist das denn genau? Und verkauft werden soll Aktien, wenn kein neues 52-Wochen-Hoch in den letzten 65 Handelstagen erreicht wurde in der Aktie, die Aktie weniger als 70% seit dem Jahrestief performt hat oder aber der S&P 500 unter den 200-Tages-Durchschnitt gelaufen ist. Und so hat dann TraderFox diese Neodavas-Strategie implementiert in den letzten Monaten und Jahren. Und das sind dann eben diese momentumsgetriebenen Aktien, die man dann sich anschauen kann, die aber auch eine gewisse Trendstabilität haben. Also die einen guten Aufwärtstrend haben, der längere Zeit nicht gebrochen worden ist. Und so hat man hier zum Beispiel eine Strategie dann an der Hand, das ist jetzt gerade nochmal neu geladen, die uns helfen kann, eben starke Aktien zu finden, momentumsgetriebene Aktien zu finden und die uns so ein bisschen auch einen Renditekick geben kann. Wichtig ist, nicht nur dabei, sondern auch bei anderen momentumsgetriebenen Strategien, da rate ich immer von ab, dass man das Ganze mit Hebelprodukten macht, sondern idealerweise mit einem 1:1 Investment. Denn wenn man solche Strategien mal backtestet und wenn man dann mal einen Hebel angibt von 3, 4, 5, dann sieht man sehr schnell, dass da auch ein Totalverlust man erleiden kann, was nicht unbedingt passiert, wenn man einfach mal die Strategie als Direktinvestment dann auch einsetzt. Also immer nur in die Aktien investieren, nicht in den Optionsschein, CFD oder sonstiges, womit man eine Aktie auch abbilden kann, sondern als Direktinvestment. Und dann kriegt man da entsprechend vernünftige Ergebnisse hin. So, jetzt will er jedes Mal, dass ich mich neu einlogge. Dann gehen wir gleich davon wieder weg. Ah. So, und jetzt sehen wir mal, was gibt es denn da eigentlich für Aktien, die bei der Neodavas-Strategie oben mit dabei sind. Wir sehen dann auf Platz 1 Copart, wir sehen auf Platz 2 eine der größten Aktien der Welt, die Apple. Auf Platz 3 Microsoft. Und so geht es dann weiter. Tesla ist auch nicht mehr weit. Die sind also auch in dieser Liste mit drin. Wenn man dann also eine solche
Strategie dann hat, dann muss man sich noch ums Umschichten kümmern. Das heißt, idealerweise erfolgt das dann einmal im Monat. Und dann hat man eine Strategie, die ziemlich wenig Zeitaufwand braucht, die man dann eben nutzen kann. Und man muss nicht jederzeit an den Märkten unterwegs sein, sondern man hat hier eben eine entsprechende zeitunkritische Strategie, die man verfolgen kann. Jetzt zum Beispiel Copart, wenn man sich hier den Chartverlauf in den letzten 9 Monaten anschaut, dann sehen wir hier, ging es mehr oder weniger steil nach oben. Bei der Apple, gut, da müssen wir jetzt nicht drauf schauen. Ich denke, die kennt jeder von euch, auch den Kursverlauf von der Apple. Das sieht da natürlich auch überragend aus. Oder hier jetzt mal Global Payments, wenn sich das Ding gleich etabliert, dann sehen wir hier auch so eine Aktie, die in den letzten 2, 3, 4 Monaten auch gut performt hat und zumindest mal ihre 20-30% gemacht hat. Und solche Aktien hat man dann da, die also einen recht stabilen Trend aufweisen, zum einen die neue 52-Wochen-Hochs machen und die eben dann so lange in der Liste sind, wie sie auch immer wieder in den letzten 65 Handelstagen ein neues 52-Wochen-Hoch ausgebildet haben und auch eine Performance gemacht haben im Vergleich zum Jahrestief, was größer als 70% ist. Hier haben wir also schon mal eine Strategie. So, jetzt gehen wir mal wieder hierhin zurück zu dem leeren Trading Desk und schauen dann nochmal auf Dinge, auf die man immer wieder schauen sollte. Stichwort Trading Routinen, nämlich Gesamtmarkt. Wie sieht der Gesamtmarkt aus? Haben wir hier eine grüne Marktampel, haben wir eine gelbe Marktampel, haben wir eine rote Marktampel? Man kann sich einfach ein Template auch zurechtlegen. Das heißt, ich mache das mal gerade noch. Wir nehmen mal den DAX, wir schauen uns den an. Wir nehmen die 200-Tageslinie zum Beispiel dazu. Wir nehmen einen Volatilitätsindikator dazu, wie die ATR. Und das kann es dann zum Beispiel schon gewesen sein. So kann man sich den Marktverlauf immer wieder anschauen. Schaut dann einmal Dow-Theorie. Sind wir in einem Aufwärtstrend? Sind wir in einem Abwärtstrend? Sind wir in einer Seitwärtsphase? Wie ist es mit der 200-Tageslinie bestellt? Sind wir drüber? Sind wir drunter? Haben wir hohe oder niedrige Volatilitäten? Und wenn man sich das dann so zurechtgelegt hat mit den Indikatoren, hier die 200-Tageslinie, hier die ATR zum Beispiel, dann klickt man hier unten einfach nur auf Konfiguration, sagt jetzt Speichern als und nennt das meinetwegen Marktampel. Schon ist die Konfiguration gespeichert und ich kann die dann jederzeit dann rausholen, wenn ich mir einen Index zum Beispiel betrachte. Jetzt sehen wir eben im DAX, haben wir hier einen Aufwärtstrend? Ja, wir sind in einem Aufwärtstrend. Wir sind über der 200-Tageslinie, von daher sind diese zwei Parameter grundsätzlich grün. Aber wir haben hier eine ATR, die relativ hoch ist, die über 150 ist und damit aus meiner Definition im eher risikoreicheren Bereich. Das heißt, idealerweise fällt die ATR wieder zurück auf die 150 oder drunter, dann sind wir auch da im grünen Bereich. Jetzt sind wir im gelben Bereich, das heißt für uns Marktampel, 1 von 3 Voraussetzungen ist nur gelb. Wir sollten zum Beispiel unseren Cashbestand anpassen, erhöhen, um dann eben nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, wenn wir hier wieder nach unten rauschen, so wie wir es auch im Januar nochmal erlebt hatten. Die Frage, die reingekommen ist, wie zeichnet man nochmal Fibonacci-Retracements? Relativ einfach. Man hat hier die verschiedenen Buttons, die man hier haben kann und dann hat man hier den Prozent-Button im Chart. Klickt man einmal drauf, dann hat man die Retracements. Man sieht die von einem Tief zu einem Hoch oder umgekehrt, je nachdem, was weiter in der Vergangenheit liegt als das andere. Und dann hat man schon die Fibonacci-Retracements.
Und dann sehen wir auch wieder mehrere Dinge. Wenn ich jetzt auch nochmal die Bollinger Bänder mit dazu nehme im DAX, hier die 38% Linie. Ich mache das mal etwas fetter, dann können wir es besser sehen. Die 38% Linie ist da in der Vergangenheit signifikant geworden. Eine 38% Linie an sich erstmal nichts so aussagefähiges, aber um diese Kursmarken herum bei 12.950 gab es dann immer wieder Kaufdruck. Gleichzeitig ist das jetzt jüngst eben diese 38% Marke und wir haben hier immer wieder auch die Bollinger Bänder verlassen nach unten. Und dann gab es jüngst eins meiner Lieblingssignale, das einzige, was ich bei Indizes noch handle, nämlich das hier. Wir haben eine Eröffnung unterhalb des Bollinger Bandes. Ja, Market Up nenne ich das gerne und genau das ist dann eben auch passiert. Wir haben hier eine wunderschöne Aufwärtsbewegung gesehen in den letzten Tagen, die da dann von 13.100, vielleicht hat der ein oder andere einen Einstieg bei 13.078, 13.050 vielleicht hingekriegt und ist schlussendlich bis ins Hoch bei 13.600 gelaufen. Also über 500 Punkte Kursgewinn, den man hiermit hätte erzielen können. Also hier zum Beispiel, wie man ein solches Template dann sich erstellt mit der Marktampel. Einfach die Indikatoren sich zurechtlegen, die man braucht. Dann hier unten auf Konfiguration klicken, unten links im Chartfenster und dann das Ganze speichern. Schauen wir doch nochmal drauf, was gibt es denn noch an interessanten Signalen oder was gab es denn für ein interessantes Signal bei dem einen oder anderen Wert? Da kann ich euch auch noch eine Aktie nennen aus dem S-DAX, wo es sehr interessant war und auch noch ist. Wenn die Kursliste lädt. Wenn nicht, dann gebe ich die einfach ein. Nämlich die Zoo Plus. Fand ich sehr interessant als antizyklische Chance. Schauen wir uns die an. Hier sehen wir sie nämlich. Ich gehe da kurz drauf ein. Ich mache jetzt nicht den ganzen Weg, den ich euch beschrieben habe. Also wir schauen uns zum Beispiel was im Tageschart an, überprüfen das im Wochenchart und traden dann im Stundenchart zum Beispiel oder umgekehrt. Wir schauen uns was im Wochenchart an, überprüfen das im Monatschart und traden dann im Tageschart. Wir sehen jetzt hier, wenn ich ein bisschen rauszoome und zumindest mal den Wochenchart kurz darstelle, dann können wir es klarer sehen. Hat die Zoo Plus, wenn wir das hier nur uns anschauen, so ein fünfwelliges Muster ausgebildet. Ja, wir hatten hier die Welle 1, wir hatten hier die Welle 2, hier die Welle 3, die 4 und die 5. Und am Tief der 5, das sehen wir gleich im Tageschart, erstens riesiges Volumen, zweitens eine schöne Hammerkerze. Und vieles spricht dafür, dass wir eben dieses jetzt weiterhin zumindest mal korrigieren, zumindest mal dreiwellig wieder nach oben laufen, als mindestes, was es jetzt hier gibt. Ja, wir können Elliott Wave auch noch anders interpretieren, dass wir 3, 3, 5
wellig unterwegs waren und die letzte fünfte Welle auch schon abgeschlossen haben. Für das Signal ändert sich aber an der Interpretation nichts, nämlich das, was wir hier gesehen haben. Den Hammer, der sich hier am Tief entwickelt hat. Und ihr habt mich ja verfolgt. Ich habe ja auch immer wieder gerne von der Siltronic gesprochen, die Mitte letzten Jahres ja auch sowas gemacht hat. Am tiefen Hammer, die war sogar außerhalb der Bollinger Bänder. Die komplette Kerze bei der Siltronic, das war jetzt bei der Zoo Plus nicht der Fall. Nichtsdestotrotz haben wir auch so ein Sellout gehabt. Ja, schön hohes Volumen am Folgetag, das die Bestätigung dargestellt hat, sogar auch noch höheres Volumen. Das spricht erstmal dafür, dass wir jetzt uns weiter nach oben entwickeln können. Und so haben wir hier ein wunderbares antizyklisches Signal entwickelt, was auch passt, wenn man hier entweder Dow-Theorie oder die Elliott-Wave-Theorie sich anschaut, dass wir hier zumindest ein vorläufiges Tief gefunden haben. Und seitdem hat sich die Aktie auch schön nach oben hin sozusagen vom Acker gemacht. Wir haben hier noch ein Beispiel, wie man positiv wie negativ das auch betrachten kann, wenn wir uns die Teamviewer anschauen. Diesmal kein prozyklisches Signal, sondern hier stand kein antizyklisches, sondern hier stand ein prozyklisches Signal im Raum bei der Teamviewer. Hier nämlich Zahlen gebracht und war im Begriff, hier diese Seitwärtsphase zu verlassen. Ja, der ein oder andere ist vielleicht in Versuchung gekommen und hat das Ganze vorbörslich gemacht, also bevor Xetra eröffnet, und ist dann möglicherweise auch auf die Nase gefallen bei der Teamviewer. Bei TradeGate sieht man es jetzt nicht, aber vielleicht bei Lang und Schwarz, die ist jetzt hier leider gar nicht, auf jeden Fall bei entsprechenden anderen Börsen oder Handelsplätzen besser gesagt, wurde sie hier schon taxiert bei über diesem Hoch. Und wie wir sehen, hat das Ganze nicht geklappt. Wir hatten die Xetra-Eröffnung. Wenn wir uns die anschauen, die war dann entsprechend so, dass die Teamviewer gar nicht mal in diesem Bereich eröffnet hat, sondern tiefer. Und dann ist sie eben 5% runtergelaufen. Der ein oder andere Direkthandelspartner oder Direkthändler, so heißt es ja besser, oder irgendeine Börse, die nicht die Referenzbörse ist, hat sie schon höher taxiert. Vielleicht ist der ein oder andere bei 33,50 oder 34 reingegangen, als es da möglicherweise Kurse gab, und ist dann böse auf die Nase gefallen. Vorbörslich gab es Indikationen, wo sie bei plus 5% stande, und kurz nach der Xetra-Eröffnung war sie bei minus 5%. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, wo man immer wieder darauf achten sollte und wo man sich immer wieder fragen sollte: Handle ich hier vorbörslich? Warte ich nicht auf die börslichen Kurse, auf die der Hauptreferenzbörse? Und TeamViewer war jetzt hier gerade mal wieder so ein Beispiel am heutigen Tage. Kann es natürlich immer noch passieren, dass die ausbricht, und dann hätten wir das Signal. Aber heute ist es erstmal ausgeblieben. Was auch antizyklisch möglicherweise interessant sein kann, ist die RIP Software. Die ist mir newstechnisch aufgefallen. Newstechnisch, weil die einmal eine Zusammenarbeit mit Microsoft vertieft haben, zum anderen, weil sie die Prognose erhöht haben vor ein paar Tagen, aber der Kurs aktuell noch nicht so wirklich reagiert hat. Und eher tiefer gefallen ist.
Schauen wir mal, was jetzt hier raus erwächst. Denn auch hier wieder interessante Geschichte, die die Aktie gemacht hat. Wenn wir uns das nämlich anschauen, sehen wir bei der RIP Software auch wieder eine markante Kursmarke, die in dem Falle sogar unterschritten worden ist. Gleich zweimal hier so ein Unterstützungsbereich, aber nur minimal, und dann ist sie wieder hoch auf am heutigen Tag, jetzt 3% im Plus. Und schauen wir mal, was sich da ergibt. Jetzt haben wir das im Tageschart angeschaut. Vielleicht gab es ja schon ein Signal im 15-Minuten-Chart. Die Aktie habe ich mir heute zumindest nicht angeschaut. Ein wirkliches Signal jetzt nicht unbedingt dabei an der Stelle. Insofern kann man sich die für morgen mal auf die Watchlist legen. Was passiert denn hier jetzt noch? Ja, was heißt das, wenn die Kursmarke hier unterschritten wird? Sowas, was wir jetzt hier gesehen haben, so ein leichtes Unterschreiten. Häufig fallen hier viele schwache Hände raus. Also die Anleger, die Institutionellen, die wenig Lust haben, dass die Aktie deutlich tiefer läuft als eben dieses Tief hier aus dem Januar bei 18,70 ungefähr oder aber dieses Tief hier bei 18,47, die dann eben sich relativ eng dort absichern und sagen, okay, wenn es da runter geht, gehe ich raus. Und dann eben die, die, wie man so schön sagt, schwach sind, diese schwachen Hände, die zu leichten Reaktionen eben auch verleitet werden können, rausfliegen und dann der Weg eigentlich frei ist nach oben. Dann wird so ein bisschen im Orderbuch der Überhang abgebaut, indem wir hier auf dieser, auf der Short-Seite sozusagen haben, und dann ist wieder frei nach oben. So was könnten wir hier jetzt sehen. Aber schauen wir mal, dazu muss noch das ein oder andere passieren. Vor allen Dingen hier auch die Hochs der letzten Tage, dass wir die hier auch mal überschreiten. Dann könnte man wieder leicht positiv an die ganze Sache herangehen. Ich habe euch noch eigentlich zwei Umfragen mitgebracht. Zielt gleich darauf ab, was ich noch mitgebracht habe für euch. Und zwar, ich starte das Ganze einfach mal. Ich bin sicher, dass viele jetzt gleich die zweite Option wählen. Und zwar das Trading und das Investing, das betreibe ich hauptberuflich oder nebenberuflich. Stimmt mal ab, was, wie ihr das macht. Ich denke, dass nahezu 100% das Ganze nebenberuflich machen. So, ich warte mal noch 10 Sekunden, dann schließe ich die Umfrage. Es haben jetzt auch schon knappe 70% gewählt. Vielleicht kommen wir noch auf über 70, mal schauen. Bewegt sich dahin. Und jetzt schließe ich die. Jetzt haben wir sogar über 70%, die gewählt haben. Und ja, in der Tat sagen 91% macht das nebenberuflich und 9% hauptberuflich. Und dann schließe ich daran auch direkt die nächste Frage an. Während der Arbeit kann ich handeln, also traden oder eben an die Börse dann eben auch schauen. Ja, teilweise oder nein, überhaupt nicht. Ja, möchte ich eigentlich nur diejenigen sehen, die dann auch ausreichend Zeit haben, die jetzt also nicht schnell am Handy schnell machen, wenn irgendwas kommt, sondern die sich eben die Zeit nehmen können, auch dafür alles adäquat und alles, was man braucht, zu berücksichtigen. Teilweise ist eben schon wieder so eine Sache, dass man da möglicherweise zwischen zwei Meetings irgendwas macht und das auch nicht möglicher, das auch möglicherweise nicht zum Erfolg führen kann.
So, jetzt haben wir 50 Sekunden. Das beende ich jetzt. Und dann übertrage ich das auch mal. Da sind wir 31% Ja. Und wie gesagt, das muss ein klares Ja sein. Das ist nicht irgendwie mal kurz zwischen zwei Meetings, sondern man sollte die ausreichende Zeit haben. Denn der Faktor Zeit ist häufig ein unterschätztes Gut im Trading, dass man sich zu wenig Zeit nimmt dafür. Und das sorgt dann für Fehler, das sorgt für Verluste. Und daher, wenn ich nur teilweise Zeit habe, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe zwischen zwei Meetings, mal schnell was zu machen, ist das nicht der richtige Ansatz häufiger. Schaut euch das mal an, wenn ihr das vergleichen könnt. Wenn ihr Trades macht während der Arbeit, wo ihr ziemlich wenig Zeit habt, und Trades, die dann in Ruhe von zu Hause aus zum Beispiel passieren, was ist erfolgreicher? Ja, das ist dann einfach die Übung, die ihr für euch selbst machen müsst, für euer eigenes Trading. Wie und wo trade ich erfolgreicher? Meistens ergeben solche Umfragen und solche Auswertungen eben nur dann, wenn man die ausreichende Zeit hat. Wenn sie also auf der Arbeit nicht gegeben ist, man macht es trotzdem, dass dann häufig Fehler passieren. Und auf der anderen Seite, diese Nein überhaupt nicht, die müssen sich dann natürlich überlegen, wie gehe ich an die ganze Sache ran? Dann kann ich ja entweder nur abends handeln oder morgens vor der Arbeit und müssen dann schauen, wie gehe ich mit der ganzen Geschichte um. Intraday Trading wird dann in der Regel nichts. Und dann kommt man schnell auf die Frage, sollte ich mir nicht einen regelbasierten Portfolioansatz zurechtlegen? Und ein solcher regelbasierter Portfolioansatz, wo man dann eben, wie bei der Neo-Davas-Strategie zum Beispiel, einmal im Monat, irgendwann am Ende der Woche, freitags am Abend, sich das Ganze anschaut und dann umschichtet sozusagen. Ich habe euch jetzt auch nochmal was mitgebracht, aber das eben auch nur für diejenigen, die heute live dabei sind. Deswegen beende ich jetzt gleich die Aufzeichnung. Und das ist dann quasi als Bonbon nur für euch. So, die beende ich jetzt.